das jetzt aber auch wieder urschnell. 10 Streams hintereinander. Finde ich jetzt schon Wahnsinn. Das ging schneller, als was ich mir eher so gedacht hätte. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Jetzt nicht, dass ich jetzt sage, so ich gönn's dir nicht. Das kommt mir und dir halt zugute, ist eh klar. Aber dennoch, mich wundert's halt einfach nur. Das ging irgendwie rasant schnell. Dann würde ich sagen... Also wo ist denn da die Markierung? Oder ist das sonst keine Markierung? Wahrscheinlich von deiner Mission, oder? Ja, ich habe relativ jetzt viele Fragezeichen. Wurscht. Dann hätte ich gesagt gehabt, dann würde ich das auch noch schnell angehen. Nur damit ich das quasi auch dann irgendwo in der Spielerwelt sehen kann. Das wäre mir ehrlich gesagt wichtig. Okay, passt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, es hätte dann, ja, hätte zwar vielleicht möglich sein können, aber ist auch okay, ja. Aber ich fand irgendwie jetzt schon, Alter, die Zeit verging wie im Flug, oder urschnell schon wieder 10 Streams. Digga, viel zu schnell abgespritzt, Wendel. Was ist da los? Schnellspritzer, die, Schnellspritzer. Aber da bin ich jetzt auch gespannt, ob ich jetzt diesmal die Markierung sehe oder nicht, oder ob ich quasi wirklich in der Missionsliste dann durchgehen muss. Okay, passt, da habe ich was, da habe ich was, da habe ich was. Was habe ich in der Nähe? Habe ich irgendwas weiter weg? Ist das gleich ums Eck? Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so uns wieder. Das war vielleicht eine Hast du schon wieder deine Crannies angeschaut? Nein, das ist nicht geplant. Doch ich bewundere deinen Elan. Harris hält sich irgendwo versteckt. Jetzt, da der Vertrag unterzeichnet wurde, macht es keinen großen Unterschied mehr, ihn zu töten. Harris war ohnehin nie dein Hauptziel, nicht wahr? Du wolltest den Samurai von den schwarzen Schiffen finden. Wenn du herausfindest, wo Harris ist, könntest du auch deinen Samurai finden. Ich würde vorschlagen, die edle Residenz aufzusuchen. Dort verkehren die Mächtigen dieses Landes mit den Fremden. Yukichi Fukuzawa, ein Beamter des Shogunats, weilt dieser Tage häufig dort. Katsura und du zusammen. Verstehe. Hallo Shinsaku. Gut, dass du endlich da bist. Kommen wir gleich zum Punkt. Hör zu. Wir wissen endlich, wo Meister Shoin ist. Der rote Dämon hat ihn. Er hält ihn gefangen. Wenn wir ihn retten wollen, müssen wir dringend handeln. Doch zum Glück gibt es immerhin auch eine gute Nachricht. Der Mito-Clan ist im Besitz eines Briefes, dessen Inhalt dem roten Dämon zum Verhängnis werden könnte. Und gelingt es uns, den Brief zu beschaffen, könnten wir Meister Shoin aus dem Gefängnis befreien. Doch seit dem Anschlag auf Harris stehen wir unter Beobachtung. Das Shogunat darf außerdem unter keinen Umständen von dem Brief erfahren. Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte von dir, dass du den Mythoklan stiehlst und ihn dann zu mir bringst. Einfach gesucht hat bis zum Gehtnimmer. Also kann ich auf dich zählen. Mir fehlen, glaube ich, eher nur noch... Wie viele? 3? Ich habe heute keine Zeit gehabt zum Zocken, aber... Ja, ein bisschen was fehlt noch, Wir haben eigentlich nur noch das mit den Bäumen, sind die Spezialdinger da noch. Das mit den Bäumen sind es noch. Dann habe ich eigentlich eh nur noch die Charaktere... Na, 2? Nein, 3. 3 sind sie noch, 3 sind sie noch. Ja, das... Ja, wenn ich das... Scheiße. Nein, nicht schon wieder, Digga. Ich hasse das auf der Blazy. Früher haben sie dich wenigstens gefragt, weißt du, was ich meine? Früher haben sie dich wenigstens gefragt, willst du das Game zocken, willst du das Spiel verlassen? Das ist nicht normal. Nein. Aber nur noch mit den Bäumen und die Charaktere und dann bin ich komplett fertig. Weil dann kümmert sich wieder ein bisschen mehr um Hades. Hades kriege ich ja am Montag.
Ha, das kriege ich ja am Montag, das würde ich halt dann gern zocken. Aber wenigstens einmal nur so ausprobieren, alles drum und dran. Ich habe noch nicht einmal eine Folge Potato auf YouTube rausgehauen. Das ist auch ein bisschen Schäse. Muss auch erledigt werden. Muss ich auch noch liefern. Ja, mal schauen. Das war vielleicht eine Nacht. Was? Ich tue das jetzt eigentlich quasi alles einfach nur kurz überspringen, weil wir das eh auch schon gehabt haben, alles miteinander, gell? Nur, dass sich das jetzt... Nur damit sich keiner wundert. Hervorragend. Ich danke dir. Verstehe ich aber auch. Du willst halt einfach das Beste aus dem Spiel halt alles rausholen. Und natürlich, ist eh klar. Ist auch ein gewisser anderer Reiz da. Dass man alles auf Stufe 5 schafft. Für mich ist halt einfach nur wichtig die Platin. Also, relevant, würde ich jetzt mal sagen. Das Spiel ist geil, macht süchtig. Kann man auch relativ gut vorstellen, dass ich nach der Platin vielleicht auch einmal selten, aber ab und zu mal auch mal wieder reinschauen werde. Einfach nur, weil ich Bock auf dieses Game habe. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sonst... Mal schauen, hätte ich gesagt gehabt. Definitiv mal schauen. Da brauchen wir noch immer den Schlüssel. Muss schauen. Vielleicht gibt es bei der Takte da oder irgendwo, vielleicht kann man einen Schlüssel kaufen. Und das wäre auch interessant. Wenn es um Medizin ob ich irgendwas geht, heute machen könnte. Okay, herstellen. Vielleicht kann ich auch einen Schlüssel herstellen. Wer weiß, wer weiß. Aber ich war, glaube ich, bis jetzt nur einmal kurz dort. Das ist sei das. Bitte vorsichtig. Na, Kadele-Runde. Na, nie im Leben. Na gut, ich würde sagen, wir machen mal so ein Missionchen. Ja, der letzte Wunsch, der ist gleich in der Nähe. Dementsprechend würde ich sagen, da schauen wir natürlich gleich mal wieder vorbei. So, wohin müssen wir? Passt. Sehr gut. Na, ich bin gespannt. Außerhalb, drin. Oh, da komm ich. Da gehen wir aber auf, mein Freund. Da will ich gleich wieder fliegen. Da, hau die auf. Schule, Schule, Schule. Digga, hau die auf. Na, boah, bist du eine schwere Geburt mit dir. Der bloß ist schon wieder nicht. Hoppa. Ja. Es kann sich noch um Stunden handeln, Leute. Nee, das schafft er nicht. Das war fast Stepper dafür. So, aber jetzt. So, aber jetzt. Auf wieder mit dir. Und tschüss. Yippie! Ja, weit kommen wir mal definitiv nicht. Alles klar. Aber Hauptsache, wir kommen da wieder rauf. Oh, wieder der Schwingerer. Steppert in Gold? Diesmal neue Farbe. Jetzt bin ich aber gespannt. Rück alles raus. Jetzt bin ich aber gespannt, oder in Gold. Ach so, weil das so ein stärkerer ist. Ah, so. Wow. Alter, Brudi. Normalerweise tut man sich als erstes mal kennenlernen. Gell, mein Hübscher. Okay. So, abwarten, wir haben keine Ausdauer mehr. Der nimmt mich gerade auseinander, Haverer. Aber wurscht. Hauptsache den Spezialangriff kann ich abwehren, Digga. Hauptsache den kann ich abwehren, Budi. Oder hier kannst du ihn nicht einmal bewegen, oder? Digga. Ja, das war schon. Ich weiß nicht, was da jetzt wieder los war. Bei dem scheiß Bastard. Der wollte unbedingt wissen, oder? Bist deppert. Aber Alter, wenn der ihn schlägt, der bewegt sich nimmer. Kannst du den vergessen? Der schlägt nimmer zu. Der sagt, tschüss, Monomi. So. Ah, da ist er. Passt. Oh, meine Rache ist süß, Digi. Meine Rache ist süß. Rück alles raus. Oh, jetzt. Alter. Ey, Schule. Schule, bleib ruhig, mein Freund. Aha. Ich sag ja, Rache ist süß, Digi. Wow! Bist du deppert, war der schnell jetzt? Bist du deppert, Digi? Ah, das war zu früh. Das habe ich jetzt aber selber mitgekriegt. Alter.
Ja, what? 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 Wo hängst du hier schon? Aufpassen. Ja, ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Ja, ne Schau. Warum nicht ernsthaft? Sehr viel Liebe dabei, Digi. Sehr viel Liebe dabei. Ja, den Großen, den muss ich noch ein bisschen üben. Das merke ich. Da habe ich noch ein paar Probleme. Aber ordentliche Probleme. Ja, den habe ich bis jetzt auch nur ein, zwei Mal gehabt, aber dennoch. Das soll jetzt nicht als Ausrede gelten, das soll mehr als Übung gelten. Weil den einen, oder, habe ich auf Meisterrang abgeschlossen. Oh, bin ich stolz drauf. Noch einmal getroffen worden, aber trotzdem besiegt. Egal. Oh, schön. Oder ich habe ihm Bam-Bam-Bam-Bam-Bam gegeben, Alter. Richtig, richtig schön. Einmal getroffen. Richtig sexy. Darf ich dich vielleicht um einen Gefallen bitten? Step, was ist mit dir, Schule? Er schaut aus. Würdest du mir, armen Bettler, zuhören? Ich suche meine Tochter. Und der Arme. Deine Hilfe. Ich glaube, ja, du brauchst mal was zum Fressen. Digi, Alter. Er schaut aus, Step. Einst hatte ich ein Luft und Sonne, oder was? Oder ein bisschen Liebe. In Nagasaki. Jedenfalls, bis meine Schiffe durch das Aber Rache kann eh herzhaft sein. Wurden. Jetzt gönn nur eins Herz eine Stieß. Damit ich hier in Yokohama neu anfangen konnte, gab ich meine arme Tochter in ein Geisha-Haus und sagte ihr, ich wäre bald wieder zurück, um sie zu holen. Ah, du wirst Milchbackerl holen. Na, schau dir das an. Als es mir gesundheitlich immer schlechter ging, suchte ich und jetzt muss ich hören, er war der böse Digi. Gekauft wurde und sie fort ist. Er hat mir wehgetan. Zweifelsohne ist es längst zu spät, sie um Vergebung zu bitten. Aber wenn ich sie noch einmal sehen könnte und sei es nur eine Fotografie, könnte ich Frieden finden. Ich sag nur einmal, es gab, soweit ich weiß, was das Ranking ist, was ich mal so angehört habe, war der letzte Kampf bei einem Thron, der war zwischen A und S-Rang. Sie hat das Haar und Aussehen ihrer Mutter geerbt. Du wirst sie erkennen. Ich glaube, ungefähr mehr Beugel, wenn ich nicht sagen. Und der war vielleicht dezent ein bisschen rötlicher unterwegs, der Ritter. Das ist sehr nett. Das war die neueste Folge und die war... Oh. Ist Risa. Ich würde Aber nächste Folge sprechen, ist Finale. Staffelende. Leider. Leider. Nächste Folge ist schon Staffelfinale. Schade. Ja, ist eh gut. Das ist... Das vielleicht einmal dann auch wieder sagen, okay, passt, wir haben einmal die erste Staffel rausgehauen. Wir haben einmal gesehen gehabt, wie heftig der Hype wirklich ist, alles drum und dran. Und schauen, dass die Produktion noch heftiger wird als wie vorher. Die nächste Folge heißt so, Aris. Also das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht spoilern. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn man das jetzt im Chat sagt oder irgendwas. Weil jeder, der was vielleicht noch nicht Solo Leveling den Manga gelesen hat, weiß eh nicht, was passiert in der Hinsicht. Also man kann das ruhig spoilern. Und die finale Folge heißt halt Aris. Und dann müssen wir halt, glaube ich, bis... Angeblich habe ich sogar gehört, bis Ende des Jahres warten, was ich hoffentlich einmal nicht glaube, weil ich würde gern, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich würde gern, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen, die Hunde. Weil wenn wirklich dieses Jahr quasi die zweite Staffel kommen soll, Step, der macht mich fertig, ohne Waffe, ohne nix, oder Digga. Was ist mit der, Digi? So würde ich aber auch gern kämpfen können wie er.
einfach nur mal auszuprobieren. Die Tonfu bei Neo 1 und 2, das wär's, oder? Das wär's. Das wär richtig geil. Ich weiß gar nicht. Passt, ciao, ciao. Risa? Ja, wir haben zusammengearbeitet. Der Name ist schon ziemlich ungewöhnlich. Moment, ist dir irgendwas zugestoßen? Ja, lieber überzeugen, fix. Die Redekunst muss natürlich angewendet werden. Ein ausländischer Händler hat ihre Verträge gekauft und sie leben jetzt zusammen. Hier, ich schreibe dir auf, wo sie wohnen. Für was gönne ich mir die ganzen Upgrades und alles drum und dran, wenn ich es nicht verwende? Das sind wir nicht ab. Wäre ja deppert, oder? Ja, deppert bin ich zwar sowieso, aber nicht noch depperter. Hey, da gibt's nichts zum Lachen, halt die Pfeife. Au, da nehmen wir was mit. Da nehmen wir was mit. Na sicher, überall zapzerab. Ich will nur mal ganz kurz. Ah, zeig dir gleich. Da gibt's schon wieder was Neues. Ein Wahnsinn. Ich sehe jetzt schon. Ich habe jetzt schon den ersten Gegner gesehen. Bin noch nicht einmal angekommen, ich sehe schon mal den ersten Gegner. Alles klar. Also ich weiß nicht, aber wenn die deppert sind, habe ich wieder den Flammenwerfer, ich sag's nur. Ah, okay, passt, sehr gut. Einer Skala von 1 bis 10, wie heftig ist dieses Ares? Oder wie man es auch immer ausspricht. Wie heftig geil kann das wirklich werden? Ich wollte mich gerade aufhören, du scheiß Wappler. Passt, dann halt nur wir zwei. Wieso drücke ich heute einfach viel zu früh? Oh, schön geköpft. Wie hauen sie da auf? Der kann scheißen, geht der Bre. Ja, fix. Schule, was machst du da unten? Da unten hast du nichts zu verloren. Na, schleicht sie einfach. Oh, Inventar ist voll. Okay, aber was ist... Okay, 100 von 10, so extrem geil. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen. Was genau ist im Inventar voll? Das würde mich jetzt interessieren. So Waffen... Na, da habe ich mehr als genug. Also wird es wahrscheinlich eins von den Items sein. Okay, na, man kann ja nicht wissen. Man kann ja nicht wissen. Also da haben wir schon mal so zwei Spezialpatienten, würde ich jetzt mal sagen. Erstmal auch mal eine andere Waffe ausnutzen, würde ich auch sehr, sehr gern. Ah, da haben wir wieder keinen Heimvorteil, das ist wieder geschissen. Aber den können wir wenigstens abstechen. Achso, der hat Angst. Geh hin. Ah, der hat Angst, Bruni. Der hat Angst, die. Ich muss mich wirklich... Danke. Diese Nationalisten sind ein furchtbarer... Was? Aber sag, so gut? Euch hierher. Wow, okay, okay. Okay, jetzt bin ich gehypt. Jetzt meine bin ich wirklich gehypt. Niederländerin und mein Vater Japaner. Also ich kann mir relativ gut vorstellen, kein Stream immer Mimi zwischen 19 und 21 Uhr. Mein Vater? Warum? Was könnte er so plötzlich nur von mir wollen? Er hat mich vor Jahren verlassen. Ich weiß, sein Leben war hart, nachdem er sein Geschäft verloren hatte und Mutter starb. Aber ich fing gerade erst an, ihn zu vergessen. Dieser Egoist. Solange ich zurückdenken kann, hat mir mein Gesicht nur Schmerz eingebracht. Als Geisha musste ich sogar mein Haar schmerzen. Er ist ja quasi jetzt gerade in der Mission mit dem Jobwechsel oder irgendwas. Also ich bin, da bin ich jetzt extrem gespannt. Ist Papa wirklich so krank? Also gut. Er schaut schon halbert hier aus. Gott, dass der überhaupt da steht, oder aber? Der frisst gar nichts mehr, habe ich so das dezente Gefühl. Ich glaube, der wäre besser, wenn du dem mal wenigstens was zum Essen gibst.
Aber hat es nicht eigentlich vorher noch Carsten, sie soll mitkommen? Wegen vielleicht zufällig im Vorder das allerletzte Mal zu sehen. Fotografie bringen. Ich bin noch nicht bereit, ihn zu treffen, aber ich werde es in Betracht ziehen, sobald ich klar denken kann. Ich hab's mir gerade gedacht gehabt, so, der wüsste nicht mitkommen. Ich denk's mir gerade so. Hat's da nicht irgendwie was gegessen? Wolltest du nicht mitkommen? Ich hab schon gedacht gehabt, irgendwas passt nicht. Wisst ihr, was aber auch noch geil wäre? Ich weiß nicht, vielleicht kommt das doch später, die Mechanik. Ich würde es richtig, richtig geil finden, wenn ich quasi am Reiten bin, relativ schnell oder irgendwas, und dann hüpfen aus, also quasi vom Pferd heraus zu hüpfen und damit ich gleich wieder weitergleiten kann. Das würde ich richtig, richtig stark feiern. Wenn das doch kommen würde, noch so zusätzlich, als Fähigkeit oder was auch immer, ich glaube, dann wäre schon irgendwie schon dieses Fliegen mit Pferd irgendwie perfekt. Finde ich jetzt persönlich. Das wäre ideal. Du hast die Fotografie. Los, zeig sie mir. Und dann ist es im Endeffekt nicht einmal Vicky davor da. Der tut sie nur anreißen. Sieh nur, wie hübsch sie ist. Ich kann dir nicht genug danken. Du hast mir wirklich Hoffnung geschenkt. Ich bin jetzt sehr gehypt, Digi. Ich bin jetzt wirklich schon sehr, sehr gehypt. Also du machst mir das jetzt echt ein bisschen sehr, sehr schmackhaft. Bist gespannt. Bin ich definitiv sehr, sehr gespannt. Moin, Digi! Servus, grüß, Paletti, wie geht's dir so? Schön, dass du da bist. Hype Train! So sehe ich das gern. Da haben wir gehabt, die Tieten, Alter. Also, Gefängnis. Gefängnis ist Arsch. Also, wir kennen sicher eine.